Mein Name ist Hani, Hani Hopenbeen. Eigentlich heiße ich Jürgen Heinrich Kieberle, also nennt mich schon lange, lange keiner mehr. In meiner Lehrzeit stürzte ich vom Dachstuhl. Seitdem habe ich ein steifes Bein. Nein, nein, kein Holzbein, das müsst ihr nicht denken. Die Leute sagen, ich bin nicht mehr recht bei Verstand, aber ach, was soll's. Ich habe mein Haus im Schnurr und tags laufe ich mit Hut, Mantel und Stock durch die Straßen von Bremen. Ich halte mit den Leuten einen kleinen Schnack und habe immer einen flotten Spruch parat. Tag ein, Tag aus gehe ich zur Börse und sammle dort die Zigarettenkippen der feinen Leute. Zu den Tabakresten mische ich Pferdeäpfel und verkaufe es als Pfeifentabak. So komme ich über die Runden. Wenn's knapp wird, leihe ich mir Geld von den Leuten. Nur leihweise. Das sage ich ihnen zumindest. Ich glaube, die Leute mögen mich. Manchmal stelle ich mir vor, die Leute setzen mir mal ein Denkmal, so als Erinnerung.